So, ich glaube, um die nächste Krise zu verstehen, sollen wir von der letzten ausgehen. Von 2000 bis 2005 auf Pläne, niedrige Zinsen, eine beträchtliche Finanzblase in den USA. Auf dem amerikanischen Immobilienmarkt verdoppeln sich sowohl die Immobilienpreise als auch die Zahl der geschlossenen Hypothekenverträge. Ab 2006 fangen die Preise an zu fallen. Es zeigt sich ein Überangebotsproblem, das heißt ein Überproduktionsproblem, und zwar im Bausektor. 2007 erste Probleme bei Finanzprodukten, die mit einigen riskanten amerikanischen Hypothekendarlehen zu tun haben, den sogenannten Subprime-Hypotheken. Wir erinnern gut. Was folgt, ist bekannt. Massive Zahlungsunfähigkeit der Kreditnehmer, Probleme auf den Finanzmärkten, einige Hedgefonds sowie spezialisierte Banken gehen pleite. Die Krise breitet sich aus weltweit. Es wird die schlimmste Krise seit den 30er Jahren sein. Warum aber wird die Krise so schlimm? Erstens, Subprime-Hypotheken waren nur ein Baustein eines riesigen Finanzgebäudes, das in 30 Jahren errichtet worden war. Und zwar 1980 entsprach die Summe aller weltweit getätigten Finanzaktivitäten ungefähr dem weltweiten Bruttoinlandsprodukt. Ende 2007 betrug das Verhältnis dieser Aktivitäten gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt 356%. Es ist ganz klar hier. Zweitens war diese finanzielle Hypertrophie, so es wurde natürlich Financial Debt und so euphemisiert, aber es ist finanzielle Hypertrophie, keine Krankheit an sich, sondern ein Heilmittel, zugleich ein Rauschmittel natürlich, gegen unzureichende Kapitalaufwertung und massive Überproduktion von Kapitalien und Waren im Dreieck des reifen Kapitalismus. Das ist USA, Europa und Japan. Aber hier brauchen wir noch einen Schritt zurück zu machen, um das genau zu verstehen. Seit den 70er Jahren haben wir immer niedrige Wachstumsrate und fallende Investitionsraten, besonders in Japan und Westeuropa. Das ist auch ziemlich klar. Das hat einen weltweiten Fall der Investitionsquote gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt bestimmt und das trotz der riesig gestiegenen Investitionen in vielen Entwicklungsländern, besonders in China. Und das ist ganz klar abgebildet. Die Hypertrophie von Finanzwelt und Kredit, das heißt von zinstragendem Kapital, wie Marx sagte, läuft parallel mit dem Fall der Investitionen. Das ist ganz, ganz klar. So, in diesem Sinne hat die Finanzialisierung, die Hypertrophie der Finanz, in dreifacher Hinsicht eine wichtige Funktion geleistet.
indem sie erstens die Folgen der Kürzung der Arbeitseinkommen gelindert hat, zweitens den Ausbruch der Überproduktionskrise in der Industrie aufgeschoben hat und drittens industriellem Kapital, das im Industriesektor eine Verwertungskrise erlebte, Investitionsmöglichkeiten mit höheren Profitaussichten verschafft hat. Erste Funktion: Abmilderung der Folgen der sinkenden Löhne auf den Konsum. Was heißt aber sinkenden Löhne? Ganz einfach ausgedrückt, seit den 70er Jahren hören die Löhne auf, von der Steigerung der Arbeitsproduktivität zu profitieren. Dort. Und daraus ergibt sich ein Arbeitsanteil am Bruttoinlandsprodukt in den USA, aber auch in Europa, immer niedriger seit den 70er Jahren. Ja. Diese Bilder können meiner Meinung nach am besten die erste Funktion der Finanz- und Verschuldung einleiten. Das Thema wurde im April 2008, während der letzten Krise, von John Plender, ein Journalist von Financial Times, so behandelt. Das auffälligste Merkmal in der Zeit der Ungleichheit und des freien Marktes, so ich zitiere wörtlich, seit den 80er Jahren, bestand in den wenigen Reaktionen auf die Stagnation des durchschnittlichen Einkommens in einem Großteil der Volkswirtschaften der hochentwickelten Länder. Der Grund für die fehlende Reaktion ist nach Plender darin zu suchen, dass der Lebensstandard der Personen mit mittlerem Einkommen sich zumindest teilweise von der Lohnentwicklung abgekoppelt hat. In den Vereinigten Staaten haben die expansive Geldpolitik und die niedrigen Zinsen der Fed die Konsumkredite und verschiedene Finanzblasen, die letzte war gerade die Immobilienblase, angeheizt. Das Ergebnis war die Quadratur des Kreises, der Traum jedes Kapitalisten. Ein Arbeiter sieht seinen Lohn sinken, aber trotzdem verbraucht er so viel wie und sogar mehr als zuvor. Damit, zweite Funktion, Aufschiebung des Ausbruchs der Überproduktionskrise in der Industrie, war der Aufschwung des Kredit- und Finanzwesens sehr hilfreich auch für die Unternehmen, vor allem für die, die in reifen Branchen tätig waren. Sie haben dank des wachsenden Geldzuflusses in den Kapitalmärkten massiven Gebrauch von Verbraucherkrediten gemacht, von Darlehen zu sehr günstigen Zinsen profitiert und auch selbst Profite aus Finanzgeschäften erwirtschaftet. Damit sind wir zur dritten Funktion: die Spekulation als Mittel der Kapitalverwertung. Schließlich bot in der Tat der Finanzmarkt den Betrieben mit Ertragsproblemen einen letzten Ausweg: die Erzielung von Gewinnen durch Finanzoperationen, das heißt spekulative Tätigkeiten. Damit lösten viele Unternehmen das Problem der Kapitalverwertungskrise in den ursprünglichen Geschäftsfeldern. Nichts Neues unter der Sonne. Schon Marx hat es festgestellt: alle Nationen, zitiere wörtlich, alle Nationen
kapitalistische Produktionsweise werden periodisch von einem Schwindel ergriffen, worin sie ohne Vermittlung des Produktionsprozesses das Geldmachen vollziehen wollen. Nur, soll man sagen, nur die Größe des heutigen Finanzwesens, das heißt die Dimension des zinstragenden Kapitals, kennt keinen historischen Vergleich. Vor diesem Hintergrund überraschen Breite und Schwere der 2007 ausgebrochenen Krise keineswegs. Die Krise war nämlich das Ergebnis von über 3 Jahrzehnten, in denen die Profitrate durch eine umfassende Finanzialisierung, das heißt eine immer größere Rolle des zinstragenden Kapitals, aufgebläht wurden. Wie selbst Larry Summers, ehemaliger Finanzminister unter Clinton und persönlich verantwortlich für die damalige Deregulierung, in 2014 gestanden hat, zitiere, seit ungefähr 20 Jahren entwickelt sich die US-amerikanische Wirtschaft nicht mehr in einem gesunden und von einer vertretbaren Finanz geförderten Tempo. In Europa ist die Lage nicht grundsätzlich anders. Auch hier, so immer Summers, ist es rückblickend doch offenbar, dass ein Großteil der Stärke, die die Volkswirtschaften der Peripherie vor 2010 aufwiesen, auf die Verfügbarkeit von zu billigen Kredit gegründet war. Und dass andererseits ein Großteil der Stärke der nordeuropäischen Volkswirtschaften durch einen auf die Dauer unhaltbar finanzierten Export entstand. Das Wirtschaftswachstum vor der Krise, also sowie in den USA als auch in Europa, wurde mit den finanziellen Ungleichgewichten bezahlt, die dann Auslöser der Krise in 2007 wurden. So, aber nach der Krise, was ist nach der Krise passiert? Die Nachkrisensituation ist zweifellos von unbefriedigenden Wachstumsraten und Profitraten gekennzeichnet. Das gilt sowie für die Vereinigten Staaten. Die untere Linie ist das reelle Wachstum. Die Vorhersagen und das Potenzielle sind die obigen Linien. Das gilt, wie gesagt, für die Vereinigten Staaten als auch und sogar noch mehr für Eurozone. Es ist also vernünftig anzunehmen, dass mit 2007 eine Epoche zu Ende gegangen ist. Die Epoche, in der das zinstragende Kapital imstande war, Wachstum und Profite irgendwie zu unterstützen. Wenn diese Annahme korrekt ist, können die Folgen beträchtlich sein. Das heißt, erstens, erste Folge, Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen von breiten Schichten der Bevölkerung, die nicht mehr verschleiert wird. Zweite Folge, unentbehrliche radikale Umstrukturierung vieler von Überproduktion belasteten industriellen Bereichen, damit scharfer Konkurrenzkampf der Kapitalien, das ist in Europa ganz klar, Handelskriege und so weiter. Dritte Folge, voraussichtliche drastische Senkung der Rentabilität der Spekulation. Das wird im finanziellen Jargon etwas anderes
genannt, und zwar erhöhte Risikoprämien, aber die Bedeutung ist dieselbe. Leider war das gesamte westliche Establishment eine ganz andere Wette eingegangen. Das heißt, dass es möglich wäre, das gebrochene Wachstumsmodell auszubügeln und wieder in Gang zu setzen. Darauf waren die folgenden Maßnahmen gerichtet. Erstens, eine Sozialisierung der Verluste, die keinen vergleichbaren Präzedenzfall kennt. Damit wurde hauptsächlich das Finanzsystem gerettet, sowie in den Vereinigten Staaten, und das ist wohl bekannt, als auch in der Europäischen Union, und das ist wenig bekannt vielleicht, besonders wenig bekannt ist es, dass hier für die Banken weit mehr Geld als in den USA ausgegeben worden ist. Dieses Bild ist vom Frankfurter Allgemeine Zeitung, ein ganz ordentliches Bild. Und da gibt es die Kapitalien, die die Staaten in Europa ausgegeben, also für die Bankenrettung haben. Deutschland 259, aber mit Garantien 646 und so weiter und so fort. Insgesamt 1 Billion Euro wurde für die Banken in Europa ausgegeben. Das war von vor der Austerität natürlich. Dann natürlich gab es die Notwendigkeit für den Staat, die Ausgaben nur dann zu reduzieren. Ja, aber das war nur ein Mittel. Zwei andere Mittel, um die Krisenbekämpfung, sagen wir. Extrem lockere Geldpolitik betrieben, das heißt Zinsen zu Null herabgesetzt und in wirklichen Terms auch darunter. Und zuletzt die sogenannte unkonventionelle Geldpolitik, das heißt Ankauf von Wertpapieren von den zentralen Banken, um die fallenden Finanzmärkte zu unterstützen. Hier gibt es die Geldmenge von den Zentralbanken im Kreislauf gepumpt. Die sind fette 14 Billionen Dollar. Und hier die Übereinstimmung zwischen Ankäufen der Zentralbanken und Aktienkurse. Die waren ganz genau irgendwie. Das gilt aber nicht nur für die Aktien, sondern auch zum Beispiel für den Immobilienmarkt. Diesmal aber nicht in den Vereinigten Staaten nur, sondern auch in Deutschland. Das ist die Dynamik der Immobilienmarkt in Deutschland. Kurz gesagt, die Nullzinsenpolitik der Zentralbanken hat die globale Verschuldung wieder steigen lassen, und zwar mehr als das Bruttoinlandsproduktwachstum. Seit 2007 ist sie um 172 Billionen Dollar gestiegen. Das ist. Und der Umfang der von nicht finanziellen Kapitalgesellschaften begebenen Wertpapieren ist ungefähr in den letzten 10 Jahren um ein Dreifaches gestiegen. Mit den öffentlichen Anleihen in den USA und auch natürlich anderswo geht es nicht anders. Sie wachsen seit 2008, egal wer an die Regierung ist. Da gibt es für die Vereinigten Staaten gibt es eine Überraschung, das heißt, der Löwenanteil davon ist nunmehr von amerikanischen Investoren und nicht mehr von
ausländischen Investoren gekauft, das heißt finanziert. Ja. Dort die Grüne ist die einheimische Investoren. Gut. Symptome einer sich nähernden Krise, einer Spekulationsblase, die bald platzen wird, sind kaum zu leugnen. Einige dieser Symptome, ich werde nur einige erwähnen. Erstens, Divergenz zwischen Börsenwert einer Aktie und wirklichen Profiten des entsprechenden Unternehmens. Ich habe eine ziemlich bekannte Firma gewählt, das heißt Tesla. In Blau das Einkommen des Top-Managements von Tesla bezogen auf den Börsenwert der Aktie. In Rot die gleichzeitige Verluste des Unternehmens in denselben Jahren. Gut, ne? Deswegen habe ich gedacht, dass Marx konnte ein guter Kommentar sein. Zweites Symptom, das Wiederkaufen der eigenen Aktien von notierten Unternehmen, sogenanntes Buyback, um deren Preis zu unterstützen, das höher ist als in den vergangenen Zyklen. Ganz oben hier. Dann gibt es, ja, wenn man will, auch, es gibt auch schöne Vergleiche, die man machen kann. Zum Beispiel haben wir den Vergleich zwischen Kurs des amerikanischen Aktienindex Standard & Poor's und der japanischen Nikkei am Anfang der 90er Jahre, als der japanische Finanzmarkt kollabierte. Ganz ähnlich, ne? Und viertens, so sah am Ende des letzten Jahres, dann ging es vorläufig besser, immer Standard & Poor 500. Ja. Nun, gibt es noch was? Ja, eine beträchtliche Verschuldung betrifft auch, auch diesmal die Familien, wie letztes Mal. Diesmal verschuldet man sich in den USA, um zu studieren. Es ist genau um ein Dreifaches gestiegen, ja, diese Art Verschuldung. Nun, was kann die Zündschnur im Pulverfass diesmal sein? Das kann eine berechtigte Frage sein. Es fehlt nicht an Kandidaten. Das Ende der Nullzinsenpolitik von der Zentralbanken zum Beispiel, das könnte ein sehr guter Kandidat. Eine Schuldenkrise in den aufstrebenden Volkswirtschaften oder auch in einem entwickelten Land. Insolvenzen betreffend Privatschulden und Wertpapiere, wie letztes Mal. Oder auch enttäuschende Quartalergebnisse mit deprimierender Wirkung auf die Aktienkursen. Aber eines, es gibt viele Kandidaten, wie gesagt, eines ist klar, wie schon im Jahre 2007, das plötzliche Abtrocknen der abnormen Liquidität, die im System in den letzten Jahren gepumpt worden ist, wird das Hauptthema sein. Ich bin davon überzeugt. Es ist nur eine Frage der Zeit, besonders in einem internationalen Kontext von zunehmenden Handelskriegsgefahr charakterisiert und in dem das neoliberale Europa nicht imstande ist, aus dem Lohndeflationsfall
herauszukommen. Und Wille will sie auch nicht, natürlich. So, gibt es Auswege? Ja, wir könnten 4 verschiedene Lösungen in Betracht nehmen. Darüber wird diskutiert. Also, Lösung 1. Benutzen wir Computersprache. Restart. Das heißt, einfach die Wirtschaft nach dem Systemfehler neu starten, rebooten, wie man pflegt zu sagen, ohne die Zentralität des zentragenden Kapitals in Frage zu stellen. Das wurde schon versucht, es hat nicht funktioniert, so besonders. Lösung 2, Shift, das heißt Umschalt, vom zinstragenden zum produktiven Kapital. Die weltweit einzige Hypothese, die Weltwirtschaft durch Investitionen, wirklichen Investitionen, wieder anzukurbeln, ist das chinesische Projekt, die neue Seidene Straße, sogenannte, die Belt and Road Initiative. Es handelt sich um Infrastrukturinvestitionen, die ein zweites Ziel haben, das Auflösen von Engpässe der wirtschaftlichen Entwicklungen in unterentwickelten Ländern, wie zum Beispiel in Zentralasien, und die Förderung des Handels zwischen Asien und Europa. Dieser Vorschlag setzt unter anderem voraus, die Produktion wieder im Vordergrund zu stellen und dem zinstragenden Kapital nur noch eine untergeordnete Funktion zuzuordnen. Nur ein Problem, man braucht eine ganze Menge Kapitalien, sowas zu machen. Ja. Lösung 3, Reset, rücksetzen, und zwar in einer physischen Bedeutung. Lawrence Summers erwähnt diesen weiteren Ausweg, wenn er sagte, ich bitte um Aufmerksamkeit auf diese Zitate, Alvin Hansen, das war ein Ökonom, der den Begriff von säkulären Stagnation entdeckt hatte. Alvin Hansen hat die Gefahr einer säkularen Stagnation zu Ende der 30er Jahre betont. Gerade rechtzeitig, zitiere Summers, um den Boom zu erleben, der den Zweiten Weltkrieg begleitete und ihm folgte. Und dann geht Summers so weiter. Es ist durchaus möglich, dass es zu irgendeinem externen Ergebnis von großer Tragweite kommen wird, dass die von mir genannten Sorgen, das heißt einer säkularen Stagnation wieder, bedeutungslos werden lässt. Vom Krieg abgesehen ist es nicht klar, welche derartige Ereignisse geschehen könnten. Vom Krieg abgesehen. Wir können diese eher beunruhigende Lösung als ein drastisches Rücksetzen betrachten. Das heißt, physische Zerstörung des existierenden Kapitals als Mittel zur Akkumulationserholung. Lösung 4, New Operating System, das heißt ja, neues Betriebssystem. Wenn man einen Systemfehler begeht, dann kann man auch ein neues Betriebssystem installieren sollen. Ich glaube, das ist die einzige
folgerichtige Lösung, die aus einer symptomatischen Deutung von der 2007 ausgebrochenen Krise als Systemfehler stammt. Das einfache Restart nach dem 2007 Systemfehler hat kein Problem gelöst. Dagegen es hat das Problem der Ungleichheit grundsätzlich verschlechtert. Gerade indem vor allem der Erholung der Finanzmärkte geholfen hat. Folge: Der Status quo ist nicht mehr instande zu gewährleisten, das, was er versprochen hatte. Deswegen sind heute die Reaktionen auf die Stagnation des durchschnittlichen Einkommens alles andere als unbedeutend. Und das ist ein wichtiger Unterschied gegenüber 2008. Diese Reaktionen werden normalerweise so pauschal als populistische Proteste diffamiert. Sie sind einfach gegen die unkontrollierte Hyperglobalisierung gerichtet, das heißt gegen die vom zinstragenden Kapital geführten Integration der Weltmärkte gerichtet. Sie streben auch konfus, auch unbewusst, nach einem wiedererobernden Machtgleichgewicht zwischen Finanzmärkte und Demokratie. Und das heißt natürlich in erster Linie Beschränkungen für die internationale Finanz, für die Kapitalströme zu setzen. Das soll natürlich klar sein. Dafür, um sowas erwerben zu können, sollten wir aber in Europa, besonders in Europa, einer gefährlichen Illusion entgehen. Die Illusion einer Europäischen Union, die uns gegen diese neoliberale Globalisierung schützen könnte. Das ist die Propaganda natürlich da. Das Gegenteil ist der Fall. Der Maastrichter Vertrag ist das beste, ich glaube, das beste Beispiel weltweit einer neoliberalen Quasi-Verfassung. Mit allem, was dazu gehört. Forcierte Lohndeflation, verneinte soziale Rechten, there is no alternative Ideologie, Hegemonie des zinstragenden Kapitals. Der Kampf gegen die neoliberale Globalisierung ist zugleich Kampf gegen die neoliberale Europäische Union. Aber dieser Kampf soll aber inhaltlich bereichert werden. Er soll ein Kampf um eine wiedergewonnene Zentralität der Eigentumsfrage werden. Wie bekannt führte die marxistische Krisenanalyse zu dieser Schlussfolgerung. Nach Marx ist in der Tat die Krise einerseits integraler Bestandteil des normalen Funktionierens der kapitalistischen Produktionsweise, andererseits aber auch ein Symptom. Und ein Symptom, und zwar eines Systemfehlers und damit ein Symptom der Notwendigkeit eines höheren Stadiums der gesellschaftlichen Produktion, eines neuen Betriebssystems gerade. Und zwar ein Stadium nicht mehr auf privaten, sondern auf vergesellschafteten Eigentum der Produktionsmittel gegründet. Wie wir alle wissen, in den letzten Jahrzehnten, vor allem nach dem Ende der Sowjetunion und des Sozialismus in Europa, wurde selbst die Möglichkeit eines höheren Stadiums der gesellschaftlichen Produktion
als abstrakter und tendenziell totalitärer Utopismus abgelehnt. Doch gerade die Wirklichkeit der kapitalistischen Produktionsweise und ihre Widersprüche weisen immer noch und würde sagen immer mehr auf die Notwendigkeit, sich wieder auf jenes Ziel zu orientieren. Danke. Einen herzlichen Applaus für Wladimiro Jacquet.